Stinkst du? Wer macht überhaupt die Fragen? Weiß ich nicht, hast du Fragen? Wie heißt die Challenge? Dann kann ich Fragen googeln. Deine Mutter-Challenge. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, meine Friends, Family and all the other people. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute wieder mit Mami. Sag halt Hallo, was ist mit dir? Hallo. Wir machen heute so Pärchenfragen und dann darf jeder individuell antworten. Aber ohne, dass wir ein Pärchen sind. Aber ja, jetzt lass mich doch zu Ende reden. Sorry. Mit dir. Du wolltest nur klarstellen. Ja, wir sind kein Pärchen, wir sind beste Freunde und ja, deswegen machen wir es trotzdem, weil wir haben keine Freunde. Ja. Ja, voll viele. So ist es. Ich meine doch feste Freunde. Was ist mit dir? Was redest du die ganze Zeit mit rein? Pferd. Ich dachte, ich gehöre auch zum Video. So ein Kack. Ja, auf jeden Fall stellen wir uns jetzt gegenseitig Fragen und dann, also ziehen wir uns die Schuhe aus. Dann wird es ein bisschen stinken. Hoffentlich riecht ihr das nicht. Und dann, also mein Schuh steht für mich. Also wir werden jetzt so fragen, so, wer ist brauner unter den Eiern? Und dann zum Beispiel hebe ich meinen Schuh hoch und sie wahrscheinlich ihren eigenen. Weil, ihr wisst schon. Ja, und dann, also mein Schuh steht für mich und ihr Schuh steht für sie. You know, understand? Egal, fangen wir an. Ah! Wir haben natürlich den guten 4Bro-Eistee dabei. Wir haben kein Produktplacement, aber wir wünschen es uns. Und der ist wirklich lecker. Okay, fängst du an oder soll ich anfangen? Wie anfangen? Ja, mit einer Frage. Die Frage müssen wir uns. Wie geht denn das? Bist du dumm? Kannst du keine Fragen fragen oder was? Ja. Irgendwie, du tust mich voll runter. Kannst du dich mal bitte nicht beschweren? Du musst machen. Oh, lecker. Delicious. 6,5 Stunden später. Wer ist hygienischer von uns beiden? Jetzt? Dürfen wir schon gucken, wer was zeigt? Hast du schon? Ja, ich hab schon. Okay. Bin das ich? Nee. Okay, das war eigentlich klar. Ja, okay. Frag du. Wer von uns beiden ist mutiger? Mutiger? Ja. Hast du? Ja. Klar. Ja. Du traust dich überhaupt nicht. Ich bin auch mutig. Du bist mutig? Ja. Du traust dich nicht mal zum Arzt alleine zu gehen. Das stimmt. Aber weil ich Ärzte einfach halt Arztbesuche nicht mache. Wegen einem. Da ist ein Hund. Boah. Bibi! Okay. Ich bin stuck. Wie geht's weiter? Ach, ich muss fragen, ne? Ja. Was machst du? Das ist meine. Das ist meine. Was machst du denn? Oh, Marco. Wer von uns kann besser Deutsch? Was hast du deinen? Nein. Achso. Deinen. Ich bin ein kompletter Hänger in Deutsch, Mann. Naja, komplett. Naja, schon ein bisschen. Ich bin schon lost. Aber ich kann gut Deutsch, wenn ich will. Nicht mal an deinem Schuh. Nee. Okay, weiter. Du bist dran. Also, wer ist sozialer? Hä? Was machst du? Du darfst nicht schauen. Ja, aber das ist voll falsch. Was laberst du? Du darfst nicht schauen. Ja, weil ich weiß, wer sozialer ist von uns. Ja, ich auch. Ja, ich? Ich. Nicht? Doch. Ich bin sozialer. Gar nicht. Hä? Nixi, es geht doch darum, wer mehr sozialen Kontakt hat, oder? Ja, ich. Hä? Wenn wir irgendwo hingehen zum Einkaufen oder so, wer redet dann mit den Leuten? Ich oder du? Ja, also. Aber das hat doch nichts mit nicht soziale Kontakte, sondern wer sozialer ist, so menschlicher. Ja, dann du. Echt?
Okay, weiter geht's. Okay. Wer von uns beiden ist lustiger? Verpiss dich! Du bist doch nicht, du bist überhaupt nicht lustig! Natürlich. Was laberst du? Dann machen wir nochmal eine Umfrage an unsere Freunde und dann. Und du findest, ich bin nicht lustig. Du bist schon lustig, aber ich bin lustiger. Du bist nicht lustiger. Du bist, wenn dann lustig sie. Okay, weiter geht's. Du bist da. Ja. Wer. Man darf auch beide Schuhe hochhalten, oder? Nein. Im Notfall. Nein. Bei der nächsten Frage nicht. Nein. Also, die nächste Frage ist, wer hat mehr Style? Hast du's? Ich weiß es irgendwie nicht. Ich. LOL! Aber ich hab's direkt gewusst und sie wusste es nicht genau. Ja, weil du früher, also weil du früher gar keinen Style hattest. Ja, früher. Und jetzt mittlerweile geht's so. Ja, seitdem ich Padwal trage. Okay. Okay, bin ich dran? Ja. Wer von uns beiden ist schöner? Wie jetzt? Was laberst du? Ja, hä? Wir sollen doch ehrlich sein. Du kannst dich doch nicht selber schön finden. Doch. Total unsympathisch. Ist doch egal. Du bist dran. Wer von uns beiden war besser in der Schule? Falscher Schuh! Falscher Schuh! Jetzt bin ich aber schon echt erschrocken, was du für eine Wahrnehmung hast. Als ob ich gut in der Schule war. So, ich bin dran, oder? Ja. Wer von uns ist sportlicher? Ja, okay. Okay. Wenigstens sagt sie die Wahrheit. Du bist. Ach so. Wer von uns ist der größere Disney-Fan? Disney-Fan? Hä? Ich? Warum? Ja, weil ich bin älter als du und ich bin schon länger Disney-Fan. Was laberst du? Ja, schon seit... Ja. Was laberst du? Doch. Sag mir eine Sache, die du mehr kennst als ich. Außer Liedtexte. Hä? Ungefähr alle Filme? Ich auch. Ja, kennst du Frozen? Ja. In- und auswendig? Ja. Na gut. Okay. Wer von uns beiden ist verpeilter? Oh. Verpeilter. Hä? Und ich habe voll lang überlegt. Aber ja, irgendwie schon beide, aber irgendwie auf eine ganz andere, Art und Weise. Ganz andere Art und aber Weise. Aber voll anders. Ja. Aber beide verpeilt irgendwie. Schon. Eigentlich gleichen wir uns so aus. In den Sachen, wo du verpeilt bist, bin ich organisiert. Und in den Sachen, wo du es drauf hast, bin ich absolut verpeilt. Ja, wir würden richtig gut zusammenpassen. Nein. So. Du bist dran. Ach so. Produktplatzierung. Wer von uns beiden ist der größere Familienmensch? Und wehe, du machst jetzt was Falsches. Hast du beide? Ja. Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich gleich eigentlich. Oder? Ja. Ja, doch. Sogar sehr gleich. Ja. Sogar sehr, sehr gleich. Du bist dran. Ich bin dran. Wer von uns mag... Nee. Das ist wieder beides. Wir haben so viel gemeinsam. Wow, aber ist dir dann so langweilig? Das ist doch nicht langweilig. Ich laber es nicht. Okay. Ja? Wer von uns beiden hat den besseren Geschmack? In was? In Essen. Ja! Wer
von uns beiden ist der größere Angsthase? Angsthase? Ja. Ich habe aber lange überlegt, weil und wenn du gibst es nie, du gibst es halt nie zu. Doch. Nee. Hat man doch gerade gesehen. Ja, aber wenn es soweit ist, dann gibst du es nie zu, aber du hast immer Fettschiss. Und wenn ich mal Schiss habe, dann sieht man es mir halt auch an. Ja, zum Beispiel, wenn eine Biene kommt. Eine Wespe war das. Oder eine Hornisse. Eine Hornisse, ja. Da habe ich mich einfach unter der Bettdecke versteckt. Und mein Papa musste die dann rausmachen. Okay, bin ich dran? Ja. Wer von uns beiden ist der Gemütlichere? Was meinst du damit? Der Chilligere. Was hast du genommen? Dich? Ja. Du bist doch nicht chillig. Was? Hä, voll. Du sagst immer zu mir, oh, können wir jetzt mal nicht so viel rumchillen? Ja, und nein, das meine ich doch nicht. Ich meine so von wenn man was vorhat. Ja? Dann bist du immer der, ich muss doch, und ich schaff das nicht und so bist du immer. Das Kein ist Kommentar. Überhaupt nicht chillig. Ich sag nichts. Was stimmt. Okay, weiter geht's. Du bist dran. Ach so. Wer von uns beiden ist egoistischer? Hallo, hallo? Du hast verloren. Du hättest Schach sagen müssen. Du blöder Egoist. Wieso hast du das jetzt gemacht? Ich bin nicht... was? Wieso hast du das jetzt hochgehoben? Meinen? Ja. Weil du nicht egoistisch bist. Also gut. Ich bin auch nicht egoistisch, aber wenn man sich entscheiden muss, wer mehr egoistisch ist, dann bist es jedenfalls nicht du. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Wer von uns beiden kann besser Auto fahren? Wow, das ist ja wohl mal gar nicht schwer. Aber nur, weil ich aus der Übung gekommen bin. Ja. Vergesst es. Ja, verpeilt. Ja. Wer von uns kann besser kochen? Hast du es? Dein Ernst? Natürlich kann ich besser kochen. Du hast ewig gebraucht, um zu entscheiden. Also warst du dir auch unsicher. Ja, aber wenn man sich's recht überlegt, kann dann ich halt schon besser kochen. Nein. Doch, weil du kannst ja nur so... So Steak oder so. Ich kann alles kochen. Ja, dann mach mir mal bitte eine Lasagne. Mach ich. Keine Probleme. Nächstes Video machen wir Lasagne für Mami. Okay. Da bin ich gespannt. Bin ich dran? Ja. Wer von uns beiden ist spontaner? Hä? Ich bin voll nett zu dir. Ganz ehrlich. Ja, du bist gar nicht spontan. Das hatten wir letztes Mal schon. Ja. Du bist spontan so auf eine Woche verschoben. Ich muss ein paar Fragen googeln. Googlest du jetzt Fragen? Ja. Okay. Wer von uns beiden ist der größere Hänger? Das hatten wir schon. Was? Ist das jetzt eine echte Frage? Wer würde sich eher ein Tattoo stechen lassen? Hast welche? Ja, dann heb doch meinen Schuh hoch. Ja, wow. Dann frag doch nicht so blöd. So ein Kack. Aber die Frage stand hier. Okay. Was steht da noch? Wer würde eher Schlager hören? Hast du... Was? Ich höre gar keinen Schlager. Ich hasse Schlager. Ich hasse Schlager. Was laberst du mich voll? Du hörst mit deinem Papa Schlager. Wann? Wann höre ich mit meinem Papa Schlager? Deine Ex-Freundin hat bei DSDS Schlager gesungen. Stimmt. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein.
Das ist ein richtiger Banger von Karaoke. Hat die gar nicht gesungen? Nein, von der kenne ich gar nichts. Okay. Okay, was steht da noch? Da steht noch, wer würde eher einem Kind das Eis klauen? Klauen? Ja. Mann. Was echt? Ist dein denn? Hast du? Hä, du würdest eher einem Kind das Eis schenken. Ich ja, ja, aber nein. Doch. Ich würde es ihm eher schenken und ich würde es ihm eher klauen. Nein. Weil du würdest niemals ein Kind ein Eis klauen. Und doch. Ich würde es halt aus Spaß vielleicht machen. Okay. Glaubst nein, du nicht? Nein. Wir sind uns gar nicht einig. Oh, fuck. Okay. Wer würde eher in der Fußgängerpassage laut singen? Ja. Hier wäre das wieder viel zu peinlich. Ja. Wer würde eher... Ich habe gerade gesungen. Wer würde eher einen Geburtstag vergessen? Einen Geburtstag vergessen? Ich weiß, also ich vergesse die nicht, ich weiß gar nicht, wer... Ich kenne die nicht. Hä, hast du deinen? Ja. Ich habe meinen. Hä, ich kenne... Ich aber vergesse du würdest, alle aber würdest du meinen Geburtstag vergessen? Nein. Würde ich deinen vergessen? Nein. Lol, du... Das nehmen wir raus, das Wort. Wir enthalten uns. Okay. Wer würde bei einer Schnulze weinen? Bei einer Schnulze weinen? Hä? Du auch? Du kennst mich doch. Bei einer Schnulze? Wohl eher bei, keine Ahnung. Bei da wo Simbas Babu Mufasa stirbt. Ja. Ja, genau. Ist aber keine Schnulze, by the way. Ja, bei Schnulzen würde ich tatsächlich nicht weinen. Okay, wer würde eher vergessen, wo er sein Auto geparkt hat? Auto? Niemals. Ja. Ich würde niemals vergessen, wo mein Auto steht. Ich wusste einmal, wo der Ibiza in der Einfahrt stand und der wurde abgeschleppt. Der war einfach weg. Ich dachte, ich hab's vergessen, aber ich hab's nicht vergessen. Ach so, stimmt. Okay. Wer würde eher Drogen nehmen? Wer würde eher Drogen nehmen? Ja. Du darfst nicht gucken. Ich hab nicht geschaut. Hä, hast du dich? Ja, ich hab schon mal leider Drogen genommen. Ich nicht? Ja, also. Hä? Ich dachte halt, du nimmst, weil du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht, du machst... Ah, okay, wenn Alkohol dazugehört, dann auf jeden Fall. Ja, eben. Okay. Wer würde eher Veganer werden? Ich würde auf gar keinen Fall Veganer werden. Ich schon. Arbeite in der besten Metzgerei in Deutschland. Metzgerei Meier. Okay, wer würde, also das steht da die Frage, wer würde seinem Partner eher einen Heiratsantrag machen? Was ist das eigentlich, wenn ich nochmal frage? Wieso solltest du einen Heiratsantrag machen? Hä, manche Mädchen machen auch einen Heiratsantrag. So ein Kack. Ist halt so. Kacknäher. Wer würde über schlechte Witze lachen? Eher. Ich? Ja. Yeah. Ich lache, also... Über schlechte Witze, so selbst wenn der andere dann enttäuscht ist, ich lach trotzdem nicht. Dann solltest du keine Videos mehr drehen mit ich lachen, du abkacken oder ich. Was? Ich lachen. Ja, aber ich lache ja nur bei denen, wo ich auch selber lache. Okay. Wer würde eher einen Bungee-Sprung wagen? Hä, du doch nicht. Natürlich. Du hast fett Schiss. Ich habe Höhenangst, aber ich würde es trotzdem, eher machen als du. Nein, ich würde es machen. Ich würde es auch machen. Ich würde direkt von hier runterspringen, von okay, da. Spring. Von da hinten. Spring. Direkt runter. Spring. Nein, okay. Und in dem Sinne sind wir auch raus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Friends. Jetzt wisst ihr, wie unsere, wie heißt es? Partnerschaft? Ah! Unsere Partnerschaft aussehen würde, wenn es eine wäre. Ja, leider ist es keine. Was soll man dazu sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, oder? Ja. 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 Ja.
Und in dem Sinne einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen und einen wunderschönen guten Morgen. Abend meine ich natürlich. Liken, Maiken, Abo, Mabo, ihr wisst Bescheid. Und vielen Dank fürs Zuschauen.